Hallo und beinahe schon Mahlzeit, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV, zum DAX, der heute Morgen hier recht dynamisch in den Markt kam, um sozusagen ja ein wenig zu relativieren, was hier im Vorfeld passiert ist. Wir haben hier nochmal den DAX im Stundenchart links, rechts Tageschart oben und unten der Wochenchart. Wir gehen jetzt mal hier schnell in den Stundenchart hinein. Und da sehen wir, dass der DAX uns gestern hier keinen Gefallen tat im Sinne eines Rücklaufs. Hier schönes Short Level wäre es denn gewesen bei 9.890 Punkten ungefähr. Nein, er hat sich hier vielmehr direkt an die weiter fallende Sequenz gehalten und das ist natürlich dann immer recht schwierig, hier noch in ein laufendes Momentum reinzukommen. Das kann hier einerseits nur mit hohem Risiko erkauft werden oder aber man kommt schon frühzeitig in den Trade rein, wie hier zum Beispiel gestern an diesem Widerstand. 10.000, runde Hausnummer, ganz klare Sache, dann hier an den Vortageslevels gescheitert. Also hier dieser Shooting Star in der vorbörslichen Indikation hervorragend als ja, Startschuss dann für den Live-Handel einer fallenden Bewegung. Da war der tatsächlich am Zuge, der hier den frühen Wurm fängt. Letztlich haben wir hier dann aber gesehen, dass der DAX sehr, sehr stark abkippte, deutlich über 3%. Das wird heute hier ein Stück weit relativiert. Und jetzt ist eben die Gretchenfrage, wo kommt man rein? Was kann der DAX jetzt sicherlich weitermachen? Wenn wir die Bewegung des gestrigen Abverkaufs bis heute Morgen hier in der 24-Stunden-Indikation, wie gesagt, Nachthandel inklusive, verfolgen, dann laufen wir hier schon ans 38er-Level ran, sind schon rangelaufen, sind aktuell wieder drunter. Aber hier oben sehr schöne Zone. Erstmal das Level von knapp 9.890 bleibt als Widerstand, aber hier Etage tiefer. Eigentlich die gestern kurzfristig angedachte mögliche Unterstützung ist nunmehr hier zum Widerstand mutiert. Und hier haben wir auch das 61er Level knapp drüber liegen. Der DAX ist zwar von der Range relativ schon ausgeschöpft, aber vergessen Sie nicht, heute Nachmittag 15 Uhr hat wieder Mario Draghi die Ehre und wird hier unter Umständen, wer weiß, neues Quantitativ Easing ankündigen oder andere Sachen. Rein newstechnisch ist hier ab 15 Uhr hohe Volatilität zu erwarten und ja, nach aktueller gegenwärtiger Einschätzung wäre es, wenn der DAX hier Impulse nach oben startet, hier im Bereich knapp unter 9.800 Punkten ein möglicher Level, ein möglicher Punkt, um hier einen Short zu starten. Hier exakt um 9.785, 9.800 Punkte oder aber, wie auch immer dein Draghi beflügelt, hier direkt am Level von 10.000. Wenn der da nochmal hinsteigen sollte, dann würde das meines Erachtens auch im Sinne des aktuellen Erholungsimpulses eigentlich eine schöne Short-Chance darstellen, denn der Bias hat sich nicht geändert. Wir haben hier weiterhin eine schwache Saisonalität voraus. Kurz warten, dass es einlädt, hier auf Tagesbasis schwache Saisonalität voraus und insofern bleibt der DAX hier mit einem bärischen Bias behaftet. Meines Erachtens also hier Erholungen in Richtung 9.785 Punkte, 9.900 oder 10.000, eigentlich hier weitere Short-Möglichkeiten. 9.785 hier dieses Level, untergeordnete kleine Widerstandszone. Hier, so, wenn wir dahin laufen. Aber DAX, wie gesagt, deutlich weiter am Abwind. Wir passen jetzt auch mal hier die Pfeile an. Die technische Gegenreaktion, die läuft, meines Erachtens müsste die sich in Kürze wieder auflösen und weitere Tiefs befürworten. Nochmal ein Lauf in Richtung 10.000 wäre eine hervorragende Short-Chance, wenn es denn dazu kommt. Wie gesagt, unlängst hat der DAX hier keinen Gefallen getan, immer wieder nach oben aufzudrehen, beziehungsweise hier nochmal Re-Chancen zu eröffnen. Letztlich hier oberhalb von 10.100 Punkten würde sich der Bias wieder leicht aufhellen. Dann zwar nur korrektiv, aber dann wäre zumindest kurzfristig weiteres Erholungspotenzial gegeben. Sehe ich aber aktuell nicht, wobei man sich da natürlich vom Markt überraschen lassen muss. Saisonalität, wie gesagt, weiter schlecht. Wochentag heute, eine Pattsituation, werfen Sie die Münze. Am Ende wissen wir mehr. 50%, das ist ja, wenig aussagekräftig. Morgen statistisch Donnerstag ein starker Handelstag, hingegen der Freitag dann hier mit 38% wieder ein schwacher ist. Also Ping-Pong lässt grüßen. Darf man mal abwarten, wie die Tendenz
Tendenz hier weitergeht. Generell scheint aber, wie gesagt, der DAX hier noch nicht fertig auf dem Weg gen Süden. Gut, liebe Zuschauer, das war's kurz mit der Beschau vom DAX. Wollen wir noch mal hoffen, vielleicht kriegen wir heute noch mal den einen oder anderen Rücklauf. Ab 15 Uhr kann es, wie gesagt, recht volatil werden. Sie wissen, da kann es auch Overrange Days geben, nach dem Motto, wenn der Markt mal hier überdreht, dann richtig. Gestern ging es über 3% nach unten. Vielleicht geht es heute noch mal 3% rauf. Dann hätten wir hier eine Chance, im Bereich 10.000 Punkten beim DAX noch mal reinzukommen. Denn dieses Level hier oben in Sachen Short bleibt interessant. Gut, nachher nochmal generell der Hinweis, gibt es das JFD-Devisenradar, diesmal mit einer Education-Sendung zum Themenschwerpunkt zur Sache erfolgreich handeln, aber wie. Da wird noch ein paar Eckdaten, Eckpunkte ansprechen zum Handelsansatz bzw. zu den Unterschieden, worauf es hier durchaus ankommt. Sicherlich interessant, wenn Sie noch nicht angemeldet sind zum JFD-Devisenradar, dann einfach kostenfrei tun. Heute geht es nur am Anfang kurz um Devisen, um dann im Nachgang eben hier mal ein bisschen Ausbildung durchzuführen. Ich sage erstmal danke fürs jetzige Dabeisein. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.